Ja, wir haben hier eine Wertetabelle und einen Term und jetzt hier oben habe ich die X, hier den Term und jetzt sollen wir die Wertetabelle ausfüllen. Wie geht das? Also wir machen jetzt für das X erstmal minus 2 ein. Gut, dann machen wir das mal. Minus 2 mal minus 2 mal X minus 2. Da habe ich jetzt die minus 2 eingesetzt. Minus 2. Jetzt kann man das ausmultiplizieren. Ist das vernünftig? Das? Ja, wenn da ein x dabei ist, dann kann man ausmultiplizieren, aber ohne x. Ja, kann man auch ausrechnen. Gut, was kommt denn da raus? Also minus 2 minus 2 ist minus 4. Und minus 2 mal minus 4 ist minus 8. Das ist nicht 0. Ist das minus 8? Minus 2 mal minus 4 ist? 8. Gut. Weil das eben bei minus ergibt. Okay, so, jetzt die minus 1. Bei der minus 1 kommt raus minus 1 mal also minus 1 mal kann man auf minus 1 minus 2. Glaube ich. Und dann kommt der, kann man das wieder so machen, also minus 1 mal minus 2, deswegen ist er 3. Bei der 0, da kommt raus 0 mal 0 minus 2. Und 0 minus 2 ergibt minus 2. Also 0 mal minus 2 ist 0. Und bei der 1 kommt dann die 1 mal 1 minus 2, das ist dann minus 1. Also 1 mal minus 1 ergibt minus 1. Und bei der 2 kommt dann raus 2 mal 2 minus 2, also 2 mal 0 ist 0. Und bei der 3, 3 mal 3 minus 2, das ist 3 mal 1, also 3. Bei der 4 kommt dann noch 4 mal 4 minus 2, das ist 2 und das ist dann 8. So, und jetzt ist die Frage, wo kommt 0 raus? Bei 1. Bei 1. Nee, bei 0 und bei 2 kommt die 0 raus. So, warum kommt hier 0 raus? Kommt bei mehr, also diese sind jetzt die einzigen Zahlen, wo 0 rauskommt. Sonst kommt nie mehr 0 raus. Das geht hier runter, 8, 3, 0, minus 1, 0, 3, 8, das geht wieder hoch. So, warum kommt da 0 raus? Also bei 0 ist es ja klar, aber bei der warum ist es bei 0 klar? Weil das ist ja, weil die 0 ja aus der Klammer draußen steht und das war bei 0 ergibt immer 0. So, da haben wir also hier eine 0, also mal 0 ergibt immer 0, gut. Warum kommen wir auf die zweite 0? Weil es in der Klammer 0 ergibt. Gut, weil wir hier Nullen haben. Ja? So kommen die Nullen zustande. Das heißt, wann erhalten wir 0? Ein Produkt ist oder hat den Wert 0, wenn einer der Divisor, einer der dieser, der heißt Faktoren, also Faktoren 0 ist. Also wenn ich jetzt habe, a mal b gleich 0, was bedeutet das? Dass a oder b 0 sein muss. Oder b gleich 0, ja. So, das hier, das hat einen Namen. Das heißt Satz vom Nullprodukt. Und mit dem Satz vom Nullprodukt wollen wir jetzt noch ein paar Aufgaben machen. So, jetzt wollen wir mehrere Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen. Die erste Gleichung, die wir haben, ist x minus 3 mal x plus 1 gleich 0. So, wie löst man das? Also man eins davon sollte 0 angeben. Das heißt entweder 3 minus 3 mal... Ja, also x minus 3 gleich... Gleich minus 1 plus 1. Nein, was sollte der ergeben? Das sollte entweder 0, das sollte 0 angeben oder und so. Stopp, und was kommt da raus, wenn... Wenn das 0 angeben, dann kommt da raus 3 minus 3 mal x mal 3 plus 1. Können wir mal sagen, dass da fürs x rauskommt? Ja, dass das Ergebnis 0 ist, ist klar. So. Die 3. Genau, so, das ist das erste. Jetzt der zweite Faktor. Da kommt x plus 1, aber man sollte entweder minus 1 einsetzen.
So, also hat diese Gleichung nicht eine, sondern zwei Lösungen und die bekommt dann eine Lösungsmenge. Und die Lösungsmenge ist minus 1 und 3. Das heißt, wenn ich minus 1 einsetze, kriege ich 0 raus. Wenn ich 3 einsetze, kriege ich 0 raus. Welche Reihenfolge man schreibt? Ja, es ist egal. Also normalerweise schreibt man klein, groß. Aber manchmal weiß man es nicht, manchmal will man es nicht. Gut, die nächste. Bei der nächsten, da kann man bei der x, also weil man das ist ja wohl die zweite Tabelle anschaut, könnte man da x wie gleich minus 2 einsetzen. Bitte Rechnung. X plus 2 gleich 0. Minus 2 plus 2 gleich 0, deswegen ist x gleich minus 2 einsetzen. So ist es. Oder? Beim zweiten Mal geht es natürlich auch. Mhm. Und da kommt dann raus, also man könnte, also 3 mal x. Das ist dann also plus 4, das heißt, man muss da eigentlich minus 4 rauskommen bei 3 mal x und das heißt, man muss ungefähr gleich minus 1, wie bitte? Also wenn ich hier durch 3 teile, dann fällt die 3 weg übrigens. Wenn ich es ausmultipliziere, steht 3x plus 12 da. Das ist immer x gleich minus 4. So, was ist die Lösungsmenge? Minus 2, minus 4. So, und jetzt hast du es mir in der falschen Reihenfolge, weil das jetzt groß, klein. Aber egal, das darf man auch so umschreiben. So, was, wann ist das hier 0? Also, wenn man da minus, also 2 mal x ist, heißt, du musst minus 2. Also, x Rechnung. Minus 2. Rechnung. Okay. 2 mal minus 2 ist plus 2. 2x plus 4 gleich 0. So, das kommt, wenn x gleich minus 2 ist. Oder? Oder? Ach, das andere. Außer, und weil in der zweiten Klammer, da muss man minus 3 rauskommen, also kommt minus 1. Ich denke minus 1. So ist es. Wie heißt die Lösungsmenge? Minus 1, 2. Minus 2. Ja, minus 2. Das letzte? Und das ist jetzt. 3x plus 3, das heißt, es ist x gleich minus 1. 3x plus 3 gleich, sauber diktieren. Oder x gleich minus 1. Bei dem nächsten kann man dann auch was einsetzen. Also 2 mal x heißt ja, dass x gleich 2 ist. Also das heißt, 2 mal x minus 4 gleich 0 und dann wird x gleich 2, dann ist 4 minus 4 gleich 0. Jawohl. Und beim dritten da kann man... Das schreibe ich nochmal, oder? Dann kann man nicht einfach die 3 einsetzen, weil 3 minus 3 gleich 0. So, wie heißt die Lösungsmenge? Minus 2, 3. Also im minus 1, 2, 3. Sehr gut. So, wollen wir wollen jetzt diese Aufgabe lösen. Wie macht man das? Also bei der ersten Klammer, da kommt der draus 3x minus 3. Die ist halt Vorsicht, zum Quadrat. Vorsicht, was bedeutet denn das zum Quadrat? Also kann man das anders 1, schreiben? Also x Quadrat minus 2. Ja, aber kann man nicht binomisch formeln. Wenn wir einen Satz von 0 Produkt anwenden, ist es nicht gut, binomische Formel anzuwenden. Und der Satz vom Nullprodukt funktioniert auch nur, wenn hier ist gleich 0 steht. Ja. Wenn hier ist gleich 5 steht, geht gar nichts. Da muss man ausmultiplizieren und alles. So. Und dann kommt da raus x minus 1, aber zu mal x minus 1. Und das heißt, man fängt beim ersten, hat da 3x minus 3 raus und das heißt, x muss gleich 3 sein. Also muss gleich 1 sein. Also ich schreibe das nochmal hin. So, jetzt. Okay, aber jetzt das erste Gebilde, da kommt dann raus 3x plus 3, minus 3 ist dann x gleich, also gleich 0, also x gleich 1. Und beim zweiten kommt raus 1, x gleich wieder 1, weil 1 minus 1 ist auch 0. Das sieht man an der Stelle, hätte man hier auch sehen können, aber man hat es auch anders hinschreiben dürfen, es ist okay. Was kommt hier raus? Da kommt raus 3 Fünftel x. Also x gleich 3 Fünftel und 3 Fünftel ist 0,6. Was kommt hier raus? Da kommt 2x minus 5, da kommt also x gleich 2,5. Also 5 halbe oder 2,5. So, und jetzt brauchen wir eine Lösungsmenge.
die Lösungsmenge ist also 1-1,6. Wenn die 1 doppelt vorkommt, brauchen wir das nicht in der Lösungsmenge angeben. Bei Lösungsmenge heißt immer, muss nur einmal gesagt werden, nicht zweimal. Also 1 und dann 0,6 oder 2/5 und dann noch 2,5. Die 3/5 sind 0,6. Einer von beiden rein. Aber ist jetzt, sollte man das immer als Dezimalzahl sowas schreiben? Oder das hängt vom, also eigentlich, also abiturtechnisch ist es völlig egal. Und also ich mag Brüche mit abbrechenden Dezimaldarstellungen, mag ich. Und Brüche mag ich eigentlich nicht, aber egal. Deswegen schreibe ich persönlich, wenn es eine abbrechende Dezimaldarstellung hat, lieber sowas. Aber es ist völlig egal, man darf genauso hinschreiben, 1/3, 5/5. Das ist genau das Gleiche, ist auch beides okay.